Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem, ja, ich sag mal, Vlog nennt man das heutzutage, ne? Ich habe so ein paar kleine Sachen, sage ich mal, die ich mit euch besprechen will, auf jeden Fall. Und auch alle, die nicht zu meinen Abonnenten gehören, gerade die im Endeffekt. Denn ich kriege unsagbar viele Kommentare, die ich wieder löschen muss und das nervt mich. Denn es geht darum. Viele Leute meinen halt eben, mir Kommentare zu schreiben von wegen, ja, das Video war gut und pipapo. Alles super. Ich freue mich natürlich immer über irgendwelche Kommentare auf jeden Fall. Aber dann im Nachhinein immer wieder, ja, vielleicht kannst du ja auch bei mir vorbeikommen und ein Abo da lassen oder mal ein Video bewerten, pipapo. Alter, wenn ihr mir Kommentare schreibt, dann gucke ich auf eure Kanäle von mir selber aus schon und gucke, was ihr für Videos habt. Wenn es mir gefällt, dann gebe ich euch ein Abo. Wenn nicht, also diese Bettlerei geht mir ein bisschen auf den Sender. Und finde auch, versaut mir so ein bisschen meine eigenen Kommentare. Also, lasst diese, ja, im Endeffekt ist es ja Betteln, ja. Im Endeffekt ist Betteln und Bettlerei geht mir auch ein bisschen auf den Sender. Denn, ja, macht es einfach so. Schreibt mir in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat oder wie ich euch selber gefalle, was weiß ich, irgendwie sowas in einem Dreh. Oh, ich hoffe, ich darf dieses Logo hier nicht so weit in die Kamera anhalten. Und dann ist gut, ja? Ganz einfache Sache, kein Problem. Dann gibt es auch von mir wahrscheinlich dann auch ein Abo, wenn ich euren Kanal gut finde, ja? Und wenn es nicht so ist, dann ist es nun mal leider so, dann gefallen halt anderen Leuten eure Videos eher wie mir, ja? Das wäre eigentlich schon der erste Punkt. Was habe ich hier noch? Was habe ich hier noch? Was habe ich hier noch? Zweiter Punkt. Ja, es ist jetzt mittlerweile der 4. Januar. Und ich muss leider ab morgen schon wieder arbeiten. Ja, das ist schade natürlich. Aber ich habe dadurch natürlich auch ein Problem. Denn in letzter Zeit. Ist euch vielleicht sogar aufgefallen, habe ich eigentlich täglich immer Videos rausgekloppt. Ne? Mindestens eins, sag ich mal, öfters auch mal zwei Videos sogar rausgehauen. Dadurch, dass ich natürlich Urlaub hatte. Das ist jetzt natürlich dann wieder schwieriger. Ich werde dann wahrscheinlich wieder ein bisschen weniger Videos hochladen. Ich schätze mal dann jeden zweiten Tag ein, schätze ich mal so um den Dreh. Das sollte ungefähr passen und hinhauen, je nachdem, wie viel ich natürlich auch aufnehmen kann. Aber es sollte auf jeden Fall, schätze ich mal, passen. Wenn ihr irgendwie. Da fällt mir auch noch was ein. Ich habe gesehen, es gibt halt zu manchen Videos deutlich mehr Klicks als zu anderen. Wenn euch irgendwas von den Let's Plays her nicht so richtig gefällt, würde ich das ganz gern wissen. Ob ich dann damit aufhöre oder nicht, ist erstmal die zweite Frage. Aber ich würde es einfach ganz gern wissen, für mich selber her. Was euch eher gefällt und was nicht so, dass ich das im weiteren Verlauf vielleicht noch ein bisschen mit einbauen kann. Das wäre auf jeden Fall ganz cool von euch. Und dann halt eben so ein bisschen das alles optimieren kann hier, dass ihr da irgendwie auch mehr Bock habt, irgendwie was zu gucken. Oder wenn ihr vielleicht auch Vorschläge habt, was ich denn spielen soll. Wenn mir das denn selber auch gefällt, dann komme ich da bestimmt drauf zurück, sage ich mal. Nächster Punkt ist, ja. Chucklefish hat angekündigt, es wird ja ein Update, ein großes Update geben für Starbound. Dazu gibt es jetzt auch schon eine Unstable Beta-Version. Ich habe nur mal so ein bisschen reingeschaut. Ich wollte mich auch nicht zu sehr jetzt da rein spoilern. Auf jeden Fall werde ich das natürlich spielen. Und wahrscheinlich wird das sogar als LPT laufen, weil Starbound als Mehrspieler ist einfach viel interessanter, sag ich mal, als. Wenn man das jetzt so irgendwie alleine spielt, ne, mit mehreren Leuten, macht es dann doch schon mehr Spaß. Da wird also wahrscheinlich dann was kommen. Sei euch schon mal gesagt. Ja, das ist eigentlich auch schon alles, was ich so sagen wollte. Also beherzigt bitte gerade. Oh, jetzt habe ich mir das Logo gezeigt. Oh, dann muss ich das gleich mal rausschneiden, noch wenn ich hier fertig bin. Beherzigt auf jeden Fall den ersten Punkt gerade, den ich gesagt habe, weil das ist eigentlich so das, was mir am meisten so ein bisschen auf den Sender geht. Auch wenn ich dadurch jetzt ein paar weniger Views habe, weil die Leute sagen, voll der Sack, geht mir voll auf den Sack mit seinem Gelaber. Ist mir scheißegal, ich will auf jeden Fall nicht hier diese Bettlereien haben.
Ja, ihr sollt halt eben meine Videos gucken, weil die euch gefallen und nicht, weil ihr im Gegenzug auf jeden Fall was dafür haben wollt und alles Mögliche dafür tut, sag ich mal, ja. So, das war es eigentlich im Endeffekt. Ich sage also nur noch bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall wahrscheinlich in dem Let's Play, weil Vlogs kommen ja nicht so häufig von mir. Oder auch jetzt seit neuestem fällt mir dazu natürlich auch so ein. Zwischendurch auch mal bei Twitch zu sehen. Ich werde den Link dazu mal hier unter hier so da unten unterm Video posten in der Beschreibung auf Twitch. Auch im Endeffekt genau wie hier Daniel TV, aber ich werde den Link trotzdem posten. Machen wir öfters mal ein bisschen Livestreaming, auch mit Facecam dann auch und das macht mir auf jeden Fall Bock. Sag ich mal, das ist halt so ein bisschen näher dran an den Leuten. Man kann sich dann direkt so in Echtzeit quasi mit ein bisschen Verzögerung schreiben und so. Und das ist eigentlich ganz nice. Und dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch mal da vorbeischaut. Ich mache das auf jeden Fall so. Ich kündige das immer per Facebook an. Wenn ihr mich gefollowt habt bei, Twitter, würde ich schon sagen, bei Twitch, dann bekommt ihr auch, wenn ihr das wollt, eine E-Mail. Da steht dann hier, Daniel TV ist going online hier und macht da Sachen. Ja, das würde auf jeden Fall nice sein, wenn ihr da auch mal vorbeiguckt, wenn ich dann mal wieder online bin und Zeit finde, dafür zu streamen. Ja. Das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen hier in diesem Video. Wenn ihr irgendwie dazu was sagen wollt oder sowas, könnt ihr das gerne hier in die Kommentare schreiben. Dann kann ich mir das auch angucken und ich weiß dann auch, wie ihr dazu steht quasi. Und dann kann ich nur auch sagen, bis zum nächsten Video. Zum zweiten Mal jetzt schon, weil mir noch was eingefallen ist. Aber egal. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.